Trotz Ukraine-Krieg, Lieferengpässen und steigenden Preisen dürfte sich die Erholung der deutschen Wirtschaft fortsetzen. Das erwarten die Fachleute der Deutschen Bundesbank in ihrer aktuellen Prognose. Dabei wirken gegensätzliche Effekte auf die Wirtschaft. Dienstleister und der private Konsum erhalten einen kräftigen Schub, weil Pandemieschutzvorkehrungen weitgehend entfallen sind. Allerdings verringert die hohe Inflation die Kaufkraft der privaten Haushalte. Lieferengpässe und eine schwächere Nachfrage bremsen Produktion und Exporte. Im Ergebnis dürfte die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 um 1,9% wachsen, im Jahr 2023 um 2,4% und im Jahr 2024 um 1,8%. Laut dieser Prognose würde die Inflationsrate im laufenden Jahr gut 7% betragen. Nach Abschluss der Prognose hat sich der Preisdruck nochmal unerwartet deutlich verstärkt. Daher könnte die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt sogar deutlich mehr als 7% betragen. Ab dem kommenden Jahr dürfte die Teuerungsrate allmählich abnehmen. Allerdings könnte sie auch 2024 mit 2,6% noch überdurchschnittlich hoch sein. Die Unsicherheit bezüglich der wirtschaftlichen Aussichten ist derzeit außergewöhnlich hoch. Die Prognose beruht auf der Annahme, dass sich der Ukraine-Krieg und seine Folgen nicht weiter verschärfen.